Heute geht es um das Buch Der arme Verschwender von Ernst Weiß. Ich habe eine Ausgabe vom Claßen Verlag aus den 50er Jahren. Ursprünglich erschienen ist das Buch 1936. Es ist ein Roman. Ein namenloser Erzähler erzählt seine Lebensgeschichte von, als er etwa 10 ist. Er ist der Sohn eines berühmten Augenarztes. Der ist sehr geizig. Der Sohn ist total abhängig von der Liebe seines Vaters. Er lässt immer alles, fast alles mit sich machen, um seinem Vater zu gefallen. Sein Vater ist unsagbar geizig, auf ganz skurrile Art und Weise. Ich kann mich gut an eine Szene erinnern, als sie in einer Kutsche zu einem Patienten fahren und auf der Rückfahrt sagt ihm der Vater, wir sollen doch die Plätze tauschen, damit die Kutsche sich gleichmäßig abnutzt. Er lässt also immer fast alles mit sich machen. Bis ab und zu entscheidet er sich dann auch. Er kann dann auch total stur sein, auch wenn es irgendwie noch so falsch und verbohrt ist, aber auch das ist seine Eigenschaft. Er verliebt sich in das Dienstmädchen, das ist die Wally, die ist ein paar Jahre älter als er. Sie kommen sich näher in so ganz wunderbaren, heißen, lauen Sommernächten, die es heute gar nicht mehr gibt. Und es ist fantastisch, großartig beschrieben, das ist ganz wundervoll. Diese Wally, die belügt ihn irgendwann mal später, er heiratet sie später, und der kann dann ewig lang kann er ihr nicht verzeihen, viele, viele Jahre nicht. Aber dabei fühlt er sich immer selber als der Benachteiligte. Er denkt immer, die anderen benachteiligen ihn, aber er ist dann selber auch so. Er betont immer, dass er immer arm ist, bleibt immer arm. Er hilft immer anderen, es kommt aber nie was zurück. Er wirft immer anderen viel Egozentrik vor, aber er ist selber sehr egozentrisch. Es ist großartige, schöne, melancholische Stimmung. Es ist eines der schönsten Bücher deutscher Sprache überhaupt, die ich kenne. Diese Einbildungskraft, die er oft hat, wenn er sich in irgendwas verrennt, das ist so, wenn so Nebensächlichkeiten entscheiden dann über Tod und Leben, es ist wirklich großartig. Es ist eines der absolut tollsten Bücher in deutscher Sprache, die ich kenne.